followers have encountered difficulties in the field, your aid. Commanders, the summon of equally have a high priority mission for you. New mission. Some missions have unique modifiers and special conditions which will change our tactical engagement. We need to use the sidetrap carefully before selecting our squad. Sidetrap, the Lost. The Lost are known to be present in the surrounding area. Caution advised. Die Lost sind so sogenannte, also sind quasi Cyber-Zombies. Das sind Leute, die einfach, ich glaube, von den Aliens irgendwie misshandelt wurden und einfach kein Gehirn mehr haben. Wir kriegen dafür einen Forscher, Intel, ein Specialist und noch ein Specialist. Also wir kriegen dafür ordentlich Leute. Würde ich eigentlich schon machen wollen. Außerdem kriegen wir dank die Fraktion ist das dafür. So. Cedi, ich nehme jetzt erstmal kurz Ek. Nee, nicht Ek, Intusible mit. Dem habe ich natürlich auch versprochen. Hoffen, dass er nicht direkt auch stirbt. Dich kenne ich nicht. Auch der Templar ist tired, deswegen sollen wir die nicht mitnehmen. Na gut, dann wo bist du denn? Dann Xedi, komm ran. So. Du bist aber auch tired, ne? Ne, nur du bist tired. Rico ist noch nicht tired. Dann nehmen wir Rico noch mit. Warum ist denn die nicht tired? Das ist ja interessant. Und wie ich direkt sterbe, immer so bei XCOM, ich bastel mir den Charakter, erste Mission tot. Ja, ich hoffe jetzt nicht, ja. Also, ne, hier, Make utility items available. So. Und du kriegst jetzt die Flashbang, weil du kannst die weiter schießen. Du kannst die im Zweifel quer über die Map schießen. Ist übrigens mein Charakter hier mit Tattoos auf dem Arm und sowas. Und ich hoffe jetzt mal, dass das alles läuft, ja? Dass wir hier niemanden direkt verlieren. Irgendwie hat es aber das Armor-Pattern bei den Waffen nicht gespeichert. Auch bei dir wieder Intusible, dein Charakter hat jetzt eine Waffe, die nicht pink ist. Oder rosa. Die nicht rosa ist. Was ein bisschen komisch ist. So, ich wollte mir jetzt mal kurz was zu trinken holen, bis gleich. So. Das einzig Gute ist, das erste ist die. Das ist die erste Lost-Mission, die ist normalerweise nicht so schwierig. Ich muss den Typen da rausholen, okay. Steht direkt einer daneben. Okay. Jetzt müssen wir einfach nur durch die Map den einsammeln. Und da hinbringen. Das, So, schauen wir mal, da wir hier fast nur gegen Lost spielen. Feindliche Gruppe entdeckt. Oh, nicht nur gegen Lost. Das ist ja interesting, warum wir spielen auch gegen. Wie soll ich denn hier rüberkommen? Ich kann doch hier nicht unten lang. Hier erstmal aus. Auf jeden Fall der Fälle, ne? So, wir haben hier unser Maskottchen dabei. Du gehst mal auf die Seite. Bin unterwegs. Den Sniper haben wir jetzt gar nicht dabei, fällt mir gerade so auf. Wird erledigt. Ich gehe jetzt mal nicht auf diese Overwatch-Position. Und hier einfach mal ein Stück rein. Immer schön zwei Leute zusammen, einer davon ist. Des Dingspunkts. Hat eine Heilung dabei. Jetzt sind die Lost dran, jetzt sind wir eine dritte Fraktion. Und die gehen auch nicht nur auf mich. Die gehen tatsächlich auch auf die Gegner. Wenn sich das anbietet. Bin schon unterwegs. Für die. Dann hauen die auch die Gegner kaputt. Wait. Are those humans? It appears the alien devices dropped during the first invasion had a degenerative effect on these citizens, causing their physical and mental health to rapidly decay, while maintaining primitive organic functions. Approach with caution, Commander. They are certainly dangerous. We have a visual confirmation on the VIP. Ich habe jemanden, der mit mir mitkämpfen kann. Remember, getting that VIP to the extraction point supersedes all other priorities.
Don't let anything happen to him. Und los jetzt. Ich muss jetzt mal ein bisschen aufholen. Intuitive da vorne ein bisschen hingestellt zum Scouten. Schon unterwegs. Wir können den hier mitnehmen, das ist glaube ich einer von den Specialists. Die uns natürlich Unterstützung geben können, diese Runde. Wenn wir anfangen zu ballern, wird es hier richtig heftig. Deswegen, ich will eigentlich den da. Okay. Du gehst auf Overwatch. So, dich hätte ich jetzt gerne schon, um den mit auf meine Seite zu ziehen. Fuck! Dadurch bin ich revealed? Oh nö. Das ist jetzt, spielmechanisch schwierig. Aber wenigstens hast du ihm direkt mal 6 Damage reingedrückt, ja? Aber die sind jetzt auf allen Seiten. Ich hoffe, die gehen auf die Aliens wenigstens. Weil eigentlich müssten sie das. Also auch auf die Aliens gehen. Da ich hier flankiert bin, muss die auf jeden Fall sich zurückziehen. Muss ich mir auf jeden Fall hier zurückziehen. Verstanden. Rücke aus. So. Aber die haben auch so viel HP, ne? Natürlich immer übel. Du musst dich hierhin zurückziehen. Auf jeden Fall. So, kann ich jetzt mit 4 den töten? Nee, kann ich nämlich nicht. Das ist natürlich kacke. Verstanden, bewege mich zum Ziel. Damit kann ich aber töten, vielleicht, wenn es klappt. Sehr schön. Schrotflinte ins Gesicht. Zombie hilft. Hilft gegen Zombies so. Also, wenn ich einen Headshot mache, habe ich noch eine Free Action. Natürlich ganz geil. Hab ich noch einen weggeknallt. Hab ich nur irgendwann das Problem mit dem Nachladen. Die will ich gar nicht wegschießen, tatsächlich. Dann würde ich sagen, mal reloaden wir jetzt am Ende. So. Hier bin ich flankiert. Von da oben. Uff. Begebe mich zur Zielposition. 32, 29. Schwierig. Die will ich nicht anschießen, weil die sind ja um den umringt. Irgendwas werfen ist nicht sinnvoll. Dann mache ich Overwatch hier überall draus. Nicht mein Control. Immer auf den mit dem scheiß Flashbang, ne? Immer auf den mit der Flashbang. Ich muss jetzt da reinsprinten mit meinem Mini-Dude. Das ist ein bisschen Quatsch, dass ich immer den mit der Flashbang Mind Control. Die können doch nicht wissen, wer was dabei hat. Da muss ich 2 Leute mit Flashbang mitnehmen ab sofort. Sonst klappt das nicht mehr. Wie gut ist die Zeitlupe so eben angehalten hat. Und jetzt schießen die nämlich auch auf die. Au! Nicht cool. Oh oh. Ah. Oh mein Gott. Sally, du hast schon mal. Oh oh, nicht zuhauen, nicht zuhauen, nicht zuhauen, nicht zuhauen. The sounds of combat are likely to draw even more of them. So, 4. Nee, nicht auf dich, auf dich. Genau, und wir müssen uns dann ziemlich versteckt. Ich glaube, sind wir nämlich nicht. Ich glaube, so haben wir Deckung danach. Ich habe mich halt gerne draufgestellt, aber das geht halt nicht. Und nochmal move und darf ich danach nicht. Also ich habe mich jetzt selber in das Gefecht geworfen, ja, um im Zweifel euch zu retten. Das sollte euch hoffentlich. So. Wir bewegen uns hier hin. Den haben wir mit 66. Das ist ja natürlich ein absoluter Mist.
Sehr aufopfernd. Danke. So, ich will jetzt eigentlich hier rüberwerfen, genau, dass der stirbt, um mich nicht mehr mit nur halber Deckung angreifen zu können. Oh. Stimmt, explosive Waffen waren keine gute Idee. Das soll ich sein lassen. Explosive Waffen. 74. Versuchen wir es, dass er weg ist. Ziel neutralisiert. Wenn wir halt nicht treffen, ist es halt leider vorbei. 86, hier, mach mal weg. Die dicken Geschütze helfen da immer. Feind eliminiert. Will ich ihn jetzt einfach blenden? Wahrscheinlich schon, oder? Damit er mir nicht nochmal so einen Mind-Controller in den Kopf wirft, weil der hat es ja nicht gemacht. Ja, das ist auch schon. Das macht auch schon den Lost Swarm. Interesting. Ich weiß gar nicht, ob die zu mir kommen oder ob die zu dem Alien-Typ gehen, deswegen lasse ich die mal am Leben noch. Dummerweise lösen die auch mal Overwatch aus. Und Overwatch will ich bei denen eigentlich gar nicht auslösen lassen. Oder von denen auslösen lassen. Man muss immer gut aufpassen, dass man nachlädt. Ah, guck mal, der schießt nämlich auch auf die. Was mir natürlich jede Menge Zeit gibt. Hallo? Viel hilft viel, ja. Das denke ich mir auch gerade so. Mach den bitte weg. Das ist natürlich cool, wenn du bei der Schrot findest. Na? Nee, muss hier. Komm ich denn da hin? So komm ich da hin. Verstanden, bin unterwegs. Da habe ich den Typen dann endlich schon mal unter meine Gewahrsam. Muss ich noch irgendwie auf das Schiff da kommen? Da ist noch, noch der andere Specialist. Da ist noch der andere Specialist. Was ist denn hier hin? Ach, der hat sogar, der kann sich ja selber heilen dann gleich. Das ist ja noch besser. Schon unterwegs. Ich muss ihn wahrscheinlich ein bisschen durchballern hier. Sehr schön. Echt mit dem Ding. Da die eigentlich alle auf den gehen, würde ich glaube ich einfach mal nachladen. Es kann losgehen. So. Du musst ein ganzes Stück nachrutschen. Oh, du musst erstmal nachladen und dann nachrutschen. Und weiter geht's. Xeli. Okay, da kommst du wahrscheinlich nur bis dahin. Die stelle ich mal einfach hier daneben. Die Gegner sich nicht sehen. So. Dann auf die Seite, weil der ist ja dort oben. Der ist wichtig, glaube ich, gar nicht alle wegballern. Geh erst auf Overwatch. Er hat übrigens auch eine Flashgranate dabei, oder? Sehe ich gerade. Ne, der hat eine normale Granate dabei. Ne, der hat normale Granaten dabei, der ist nicht doof. Bestätigt. Rücke aus. So, und von dir hätte ich auch gerne nochmal Overwatch. Mir entgeht nichts. Für den Fall, dass der sich nämlich bewegt. Was ich nämlich auch tun würde an seiner Stelle. Und damit ist er tot. Sehr schön. Enemy eliminated. Sind wir die Aliens los? Jetzt müssen wir noch die Typis loswerden. Oh oh, das wird hart. Hallo Jungs! Wie geht's denn? Oh. Die dürfen uns zuschlagen. Steh unter Beschuss! Ich stehe nicht so auf Gangbang. Können wir das nochmal irgendwie. Wie kriege ich denn dich da? Dich kriege ich glaube ich raus. Du bist bloß der Wissenschaftler. Sprint das einfach mal, keine Ahnung, hier hin. An allen vorbei. Wie läufst du? Junge, was ist denn das für ein Weg? Ich hab 3 Schuss.
Ich muss mir erstmal die hier oben vom Leib halten. Deswegen nehme ich die nicht 100%. Das waren 100%. Oh, ich wollte gerade sagen 100%. Ich dachte, jetzt habe ich mich getroffen. Die hier oben sind wichtiger. Das war's für dich. Munition ist gleich alle. Okay, den da unten mache ich noch. Das Gesicht. Mein Gesicht oder das von meinem Charakter? So. 5. Und den darf ich noch nachladen, dann noch schießen? Und dann noch rennen? Genau, ich glaube, ich darf noch nachladen. Und dann darf ich immer noch mit 4 den hier umrennen. So. So. Geschafft. Ich habe hier gerade platt gemacht. Ne, Platz haben wir. Wir sind Platz-Main. So, halt. Du hast noch nicht genug gekillt. Verstanden. Rücke ab. Zerlegen wir mal noch einen hier. Sehr schön. Können wir sogar noch nachladen? Negativ. Waffe ist leer. In das Schwert. Oh, das habe ich ja gemacht. Haben das Schwert genommen, um den letzten dann auch zu zerlegen. So, du musst jetzt mal hinterher sprinten, weil du bist okay, hier sonst wo. Unterwegs. Sehr schön. So. Dahin und du lädst auch nochmal nach, weil am Ende brauchen wir den Schuss irgendwann mal. Ja, 5. Zack. Nachgeladen. Du lässt ihn auch noch einfach ein Stück vor. Sehr schön. Lost Swarm is very close. Oh oh. Hoffentlich jetzt von der anderen Seite. Da suche ich mich wieder dran. Hier, dich will ich mitnehmen. Bewege mich zum Ziel. There are no additional VIPs or resistance operatives working in that area. You should be clear to move for extraction. You should be clear to move, ja? Should. Das ist aber auch eine komische Stelle. Ich habe noch nie gesehen, dass ich auf so ein Schiff musste dafür. Wir sprinten jetzt einfach hier nur durch. Unser ganzes Ziel. Wir wollen vielleicht nicht den Durchgang blockieren, deswegen schicken wir dich dahin. Zack. Der kann schon mal reinrennen, okay. Nice. Also aktuell sieht es sehr gut aus, ja? Wir haben nur mich ein bisschen verletzt, ansonsten ist alles gut. Hier, du kannst schon mal E-Wecken. So, dich haben wir auch noch. Und mich. Wir können mich heilen. Ich glaube, es macht keinen Unterschied, ob ich mich heile oder nicht. Soweit ich weiß, für die Verletzung am Ende. Das haben sie nicht geändert. In der ersten ging es noch darum, wie viel HP du am Ende von der Mission hattest. In denen jetzt nicht mehr. Und Chip. So, es könnten nochmal Gedöns kommen. Genau, da kommt nochmal ein Schwarm. Aber ich glaube, vor denen kriegen wir einfach in Sicherheit. Wir rennen dann dahin. Das noch drin. Das ist drin. Das ist drin. Das ist drin. Und das ist drin. Und dann machen wir hier ein E-Wag. Oh. Sehr schön. Sind wir raus. Hat funktioniert diesmal. Die Mission lief. All XCOM operatives are secure. Firebrand is returning to base. Mission accomplished, Commander. Ja gut, Enemies killt ist egal. Hier können wir Mission Foto nehmen. Down with Advent. Operation Streaming Flame. Take Foto. So, continue. Die Fotos tauchen übrigens in der Zeit auch später auf dann. I would like to assure the citizens of Advent that our peacekeepers will stop at nothing to prevent further attacks by criminal elements such as the one that occurred today. The elders have total faith in our ability to overcome any and all threats to our peace. Any and all threats. Oh, ich war ein bisschen gut. Glaube ich in der Runde. Average enemies killed per turn 2.
Ich habe das, glaube ich, mit meiner Schrotflinte ein bisschen gecarried an der einen Stelle, wo halt plötzlich vier Leute um mich rumstanden. War also die genau richtige Wahl, den wir mitgenommen haben. Promoted. Zombie Spawns. So, jetzt können wir hier Phantom entweder nehmen. So, ich bleibe verdeckt, auch wenn das Squad entdeckt wird. Oder ich mache halt mehr Damage im Nahkampf. Ich glaube, ich will eigentlich mehr zwei extra Damage im Nahkampf machen und ich treffe damit besser. Das ist nämlich super wichtig dann. So, Xedi, du wurdest promoted. Zu einem Specialisten. Specialists deploy robotic drones on the battlefield that can be outfitted for combat or field medic. Du bist damit entweder Medic oder halt eine für Hacken und sowas zuständig. Du bist so ein Support. Ups. Combat Intelligence above average, das sehe ich hier sogar. Guck mal. Ja, du kannst nämlich jetzt Sachen hacken. Xedi. Und Intusable wurde auch promoted zum Heavy Gunner. Zum Grenadier. Sehr gut. Fällt gerade so auf. So kann ich jetzt nicht anklicken. So, wir haben einen Wissenschaftler bekommen. Das ist irgendwie nicht so lippensynchron. Nicht mal ansatzweise. Ach, der reitet auch einfach so weiter. Cool. Na, jetzt haben wir einen Wissenschaftler. Das bedeutet 33% schneller erforschen. Genau, wir haben Squaddy und wir haben noch einen Squaddy bekommen dafür. Sehr schön. Das lief doch mal. Supplies. Moment, was haben wir jetzt hier alles? Hier kriegen wir neue Soldaten her. Ich glaube, Soldaten haben wir, glaube ich, genug. Ich glaube, wir brauchen eher Supplies tatsächlich. Mit Rookies sind wir erstmal okay, solange wir uns jetzt nicht noch mal irgendwie ständig Leute wegsterben. Also spielen mit Absicht nicht mehr andersweise auf höchster Schwierigkeitsgrad, weil höchster Schwierigkeitsgrad bin ich irgendwie zu doof für. So, jetzt haben wir hier einen Room gecleared. Resistance Ring. Den müssen wir ziemlich am Rand bauen, den würde ich hier hinbauen. Tatsächlich, den brauchen wir allerdings mal, um die Psychotante wartet. Alles klar, Intusable, dankeschön und bis bald. Ich werde mal weiterspielen und kannst dann einfach bis nächstes Mal wieder reinschauen. So, den muss man nämlich machen, um extra Missionen von den Leuten annehmen zu können, um sozusagen die Loyalität zu steigern. Und wir haben die Kommunikation der Resistance erforscht. If we intend on discovering the purpose of the chip we extracted from you, we'll need to conduct the appropriate research as soon as Magnetic Weapons. Jetzt können wir die nächste Stufe von Waffen bauen. Oh, wir sind sogar inspired für Magnetic Weapons. What? Das sind eigentlich Sachen, die kriegst du viel später, die Waffen. Hat der schon Bock, das jetzt eigentlich zu machen? Dann habe ich nämlich richtig dicke Waffen direkt. Das dauert halt nur 17 Tage. We can now work to establish contact with local resistance groups operating out of regions around the globe. Once we've collected sufficient intel to make contact, we'll need to scan the target region for the operative signal. Genau. Wir haben jetzt die Möglichkeit, mit denen Kontakt zu machen. Das kostet uns ich weiß gar nicht wie viel. 30 Intel, dauert 5 bis 7 Tage. Aber dafür kriegen wir auch mehr Geld. Africa.